Der berühmte Jäger. Bei passender Gelegenheit müsst ihr mir erzählen, wie es ist, eine virtuelle Berühmtheit zu sein. Worum geht es hier? Ihr seid das letzte und wichtigste Stück in meinem Plan, die Republik bis ins Mark zu erschüttern. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber das tue ich lieber bei einem persönlichen Treffen. Ich verspreche euch, dass wir das Angesicht der Galaxis ändern werden. Angefangen mit Typhon. Und da sind wir zurück auf der Flotte und starten Revan. Die Revan-Geschichte, die Revan-Stories. Hier läuft so ein großer Druide rum. Ah ne, so ein Stampfer. Abflug müssen wir. So, Stopp starten. Zack. Da ist grünes Licht. Was macht es? Wenn ich einen Ton halten könnte, würde ich ein Lied über diesen großartigen Tag singen. Wir stehen davor, etwas zu erreichen, das die Galaxis in Staunen versetzen wird. Aber vielleicht schweife ich ab. Immerhin haben wir uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Darth Arcus. Ja. Es ist mir ein Vergnügen. In meiner Position als Militäroffensivminister habe ich schon länger die Früchte eurer Arbeit genossen. Und dies ist meine geschätzte Beraterin Lana Benico. Die Jagd. Der schicksalshafte Augenblick. Dann der Moment des Sieges. Es ist kein Wunder, dass ihr gerade diesen Weg ausgewählt habt. Vielleicht möchtet ihr ja einmal mit mir auf die Jagd gehen. Ich gebe zu, dass ich eine gute Jagd manchmal wirklich genieße. Wir könnten später darüber sprechen. Ihr wurdet hierher gerufen, um etwas zu tun, das als unmöglich galt. Ein Angriff auf den Jedi-Tempel auf Typhon. Seit der imperiale Geheimdienst zerschlagen wurde, sind erfolgversprechende Hinweise rar geworden. Eine Quelle, der ich traue, hat mir jedoch von einer Lücke in der Planetenverteidigung auf Typhon berichtet. Wenn wir schnell und entschlossen handeln, könnten wir die Moral der Republik zerschlagen. Sie vernichten. Und wenn wir den Tempel erobert haben, was dann? Während ihr euch auf den Angriff konzentriert, kümmert sich Lord Go um die Sicherung des Tempels. Solange wir die Kontrolle haben, erkunden wir die Artefakte und Geschichten, die im Inneren zu finden sind. Stellt euch nur vor, was wir alles über die Jedi und die Macht erfahren können. Wenn dieses Zeug dafür sorgt, dass mein größter Auftraggeber in Credits schwimmt, bin ich dabei. Dann sind wir uns einig, Jäger. Gut. Eure Fähre wartet. Wenn ihr Typhon erreicht, wird unsere erste Angriffswelle eine Stellung auf der Oberfläche gesichert haben. Ich bleibe während der ganzen Operation mit euch in Kontakt. Wenn ihr Erfolg habt, haben wir zusammen das demütigende Ende der Republik eingeleitet. Ruhm dem Imperium! Ja, das Übliche halt. Wir nehmen aber nicht Marco mit. Die haben wir noch nicht ausgerüstet. Wir nehmen Torian mit und Marco Okay. Schicken wir wieder auf Mission. Bereit. Gefährtengeschenk. Sicher doch. So. Was wir jetzt hier machen werden, ist ein Flashpoint. Diese, also ich weiß nicht, also ich schätze mal, dass es schon alle wissen, aber für all diejenigen, die das noch nicht kennen, vielleicht sind auch ein paar neue Neulinge dabei, die das noch nicht gespielt haben. Das Ganze ist ein Flashpoint, den kann man auch zu viert spielen. Ihr könnt euch hier anmelden. Der heißt Angriff auf
nicht auf Korriban, sondern Tyson oder Eroberung von Tyson oder irgendwie sowas heißt der. Die könnt ihr zu viert machen, entweder seid ihr zu viert und geht dann rein oder ihr meldet euch hier an im Gruppenfinder. Es ist auch möglich, also das Ganze ist ein taktischer Flashpoint, das heißt, ihr müsst, die Rolle ist egal, ihr könnt mit 4 Tanks rein, mit 4 Heilern, 4 DDs oder Mischmasch, wie auch immer es gerade ist. Und das sind so Kolto-Packs da, liegen dann da rum, die euch dann Heilung geben, falls kein Heiler da ist und ihr werdet dann auch gebufft. So dass ihr dann halt dementsprechend stärker seid, weil man da auch in unterschiedlichen Levels, glaube ich, rein kann. Man kann aber auch diesen Flashpoint, weil der eben ein wichtiger Teil der Geschichte ist, kann man den auch als Einzelspieler spielen. Das heißt, ihr könnt allein rein mit einem Gefährten oder auch ohne, ihr bekommt dann Unterstützung natürlich. Das heißt, ihr seid dann einer Ein-Mann-Armee sozusagen, wie eigentlich immer. Und könnt den Flashpoint dann alleine spielen. Soweit ich das verstanden habe, werden im neuen Update wird es so sein, dass man dann auch folgende Updates oder ich glaube die aktuellen sogar vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die folgenden Flashpoints wird man allesamt einem Einzelspieler machen können und das auch mehrfach wiederholbar. So dass ihr, wenn ihr keine Gruppe findet und ihr möchtet trotzdem nochmal euch vielleicht mal den Flashpoint genauer angucken. Aber jetzt hat man ja natürlich Zeit, den Flashpoint sich genauer anzugucken, weil wenn ihr zu viert, besonders dann, wenn ihr im Gruppenfinder seid, dann heißt es immer Skip, Skip, Skip oder Leertaste. Da hat ja niemand hat mehr Zeit, sich die Geschichte überhaupt anzuhören, anzugucken und alle Details anzugucken, zu betrachten und wie toll das eigentlich ist. Könnt ihr dann natürlich machen im Einzelspieler Flashpoint. So. Da wir hier noch keine Gruppe haben und wir sind auch nur zu zweit, und der Kollege ist dann auch zu hochlevelig und dann müssten wir sowieso 4 Leute sein und so weiter. Ich muss also als Einzelspieler spielen. Werden wir als Einzelspieler starten. Und dann sehen, was passiert. Ich laufe einfach mal rein. Hier ist Lana Beniko. Wie erwartet, macht uns die Republik den Vormarsch zum Jedi-Tempel nicht gerade leicht. Unser erster Stoßtrupp hatte gehofft, bereits jetzt einen Brückenkopf eingerichtet zu haben. Aber die feindliche Verstärkung feuert unentwegt mit schwerer Artillerie auf uns. Es gibt da draußen mehrere Sensorfelder, die die Angriffe lenken. Zerstört sie, damit wir endlich vorankommen. So, da wären wir in den Flashpoint, war ein kurzer Cut jetzt. Die Post hat geklingelt. Jo. Also, was hat sie jetzt gesagt? Genau, wir müssen jetzt irgendwas kaputt machen, glaube ich. Sensorfelder zerstört die, damit wir vorankommen. Wir müssen diese Dinger kaputt machen. Das ist dieser Druide, der uns unterstützt. Der tankt, heilt und macht Schaden. Also, wie ein guter Gelehrte. Oder auch Hexer, je nachdem wie er spielt, kann der, zieht der Aggro, muss sich selbst heilen. Und macht Schaden ohne Ende. Zumindest war es mal so. Jo. Das heißt, wir können uns voll und ganz auf das DDen vorbereiten. Aber wir haben noch 30 Sekunden für unsere spezielle Fähigkeiten. Ja, also tot habe ich jetzt nicht vor. Jetzt bin ich so Lust drauf. Jawohl. So, diese Sonne, die um mich, also gerade eben um mich herum, das ist halt von dem Druiden. Wenn es ganz, ganz schlimm kommt, dann halt er auch mal komplett hoch. In der Regel ist es aber nicht so. Also in der Regel braucht ihr das nicht so. Weil ihr auch hoch gepusht werdet, glaube ich sogar. So. Muss ich mal gucken. Ich glaube, hier war das was nicht. Nee. Da. Nee, das ist der Druide. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ihr werdet ein bisschen gepusht. Auch wenn es hier nicht steht. Ich glaube schon. Oder die Leute sind schlechter. Auf jeden Fall ist der Druide da. Könnt ihr praktisch
im Alleingang. Ihr könnt da praktisch stehen bleiben und der macht das alleine. Der wirft auch so eine riesige, so eine Granate, dann sterben alle normalen Leute im sofort praktisch. Also das ist, der ist echt mega, das Ding. Damit habt ihr gar kein Problem mehr. Niemand. Auch die, die ihre Klasse nicht spielen können, haben dann kein Problem mehr. Auch keine Ausrede. So. Wobei die normalen Flashmonds immer noch schöner sind, wo man auch einen Tank benötigt. Weil das Teamplay da ein bisschen besser ist oder anders ist. Ist ein bisschen schade, aber da niemand Tank spielt, haben sie ja, deswegen haben sie die ganzen taktischen Flashpoints eingebaut. Weil es keine Tank gibt oder Tankmangel extrem. Und weil alle DD spielen und na, so ein paar Außenseiter spielen dann halt mal Heiler. Deswegen in unserer Gilde bin ich auch derzeit noch der einzige Tank. Zwei oder drei haben sich bereit erklärt, noch einen weiteren Tank hoch zu leveln und auszurüsten. Weil ich auch nicht ständig tanken möchte, weil ich möchte auch mal ein DD spielen oder auch mal heilen oder sowas. Ich möchte mit meinen anderen Charakteren ja auch spielen. Also. Wir müssen diese Zielsysteme sind es, glaube ich, ne? Die müssen wir kaputt machen. Das machen wir, habt ihr ja schon gesehen. Ich glaube, im normalen Flashpoints ist es einer mehr, den ihr kaputt machen müsst. Jetzt bin ich wieder hinten gelandet. Sukoiga! Bounce. Bounce, bounce, bounce. Der ist schon kaputt, dann hätten wir nicht kaputt machen müssen. Gibt natürlich Geld. Geld! Und ich könnte mal hier so ein Erfahrungsteam könnte ich irgendwie mal nehmen. Den habe ich ja hier bekommen. Bounce. Kaputten. Es gibt neue Sachen im Kartellmarkt übrigens. Dieses Rüstungsset des Sarkul-Ritters haben sie jetzt schon rausgehauen. Obwohl es noch gar keine Hinweise gibt, also jetzt im Spiel sozusagen. Das weiß man nur, wenn man die Blog-Einträge liest und das hier auf SWTOR und sowas alles. Dann weiß man das, was das eigentlich ist. Und die haben sogar, ich glaube, so ein Fliegeding haben sie, glaube ich, ne? Welche ist das? Ja, so ein Fliegeding, das packt die Flügel aus. Ist aber verdammt teuer. Ich würde es mir nicht kaufen. Also ich glaube, das ist viel, viel zu teuer, auch die Rüstung. Gut, die Rüstung hat den gleichen Preis wie die anderen Rüstungen natürlich auch. Aber so gut sieht sie gar nicht aus, finde ich. Vielleicht für einen Jedi-Ritter oder für einen Sith oder so mit dunklem Färbemodul könnte es passen. Dann würde ich aber den Helm weglassen. Und die Beine würde ich anders machen. Dann würde es passen für uns. Ja, uns eher nicht. Nicht so als Mandalorianer. Passt das eher nicht. Vielleicht mal gucken, vielleicht gibt es ja dann andere im neuen Update. Oder wie eine Mandalorianer ähnliche kommen. Ich suche immer noch so eine schöne mandalorianische Rüstung. Alter, ist mir gerade in die Eier getreten. Der hat noch nie X-Men geguckt. So, dahinter versteckt sich einer. Jetzt nicht mehr. Naja. Den müssen wir kaputt machen. Wir können den Tempel erst erreichen, wenn ihr euch um die Schilde gekümmert habt, die unsere Truppen in dem Bereich festsetzen. Haltet Ausschau nach der republikanischen Kommandoplattform. Dort findet ihr die Schildsteuerung. Ja, die Schilde sind da vorne. Ich glaube, das ist mir auch erst beim 10. Mal aufgefallen, als ich hier durch bin, wofür eigentlich diese Tafel ist, die wir gleich abmachen müssen. Oder wo sie gesagt hat, dass wir diese Schildsteuerung da anklicken müssen. Ist mir vorhin nie aufgefallen. Ganz früher. Ja, so früh, so lange ist es noch nicht her. Ich glaube ein Jahr oder so. Da war jemand Bug. Da war dieser im Flashpoint, im Speeren. Oh scheiße, ich bin gestuckt. Ich Idiot. Komm ich wieder raus? Ja, zum Glück. Da war ein Bug. Dann war der unbesiegbar. Weil dann hat er sich so aufgeregt, sage ich mal. Es gibt so eine Phase, dass er unbesiegbar, sage ich mal. Und der hat nicht aufgehört. Der hat einfach nicht aufgehört. Also man konnte die Sachen, um ihn wieder verwundbar zu machen, konnte man nicht umbringen irgendwie. Oder wenn man sie umgebracht hat und getötet hat, die Leute, die diesen Schild auf diesen Typen gemacht haben,
hat er trotzdem noch das Schild gehabt. Dann musste man hier rauslaufen und warten. Und immer nicht in den Kreisen stehen, weil die Kreise haben dann einen Instant platt gemacht im Hard Mode. Oder musste stehen bleiben, bis der sich wirklich beruhigt hat. Und musste dann weitermachen. Dann muss natürlich der Schaden entsprechend stimmen, damit man die Zeit dann wieder einholt. Das haben sie gefixt. Das funktioniert jetzt, soweit ich das weiß. Ihr könnt diese Leute umgehen, indem ihr hier hinten hochgeht. Dann müsst ihr nicht gegen diese Typen kämpfen. Natürlich, wenn ihr Geld braucht, könnt ihr das natürlich machen oder Erfahrungspunkte. Ist natürlich immer gut. Ihr könnt dann aber hier an der Seite hoch und dann hier drauf. Der Typ macht nichts Besonderes. Ab und zu kommen dann hier so zwei, entweder hier, da oder da. Da und da. Ich habe den gar nicht angegriffen. Kommen dann so Leute und machen dann ein Schild auf den, dann ist er unverwundbar und macht dann so eine Art Orbitalschlag. Und ja, nicht dieser hier, dann gilt er für alle. So. Da müsst ihr raus, weil die ziehen dann extrem viel Energie ab. Ja, wie man jetzt gesehen hat bei Torian, ziehen die extrem viel Energie ab. Und müsst dann halt erst die Typen zerstören, die diesen Schild hier aufrechterhalten. Dann könnt ihr ihn wieder verwunden. Da kommen sie, das ist hier nicht so schlimm. Hier machen sie kein Schild auf den, aber im normalen Flashpoint und im Hardmode sowieso machen sie halt so ein Schild, der den dann beschützt. Dann müsst ihr erstmal diese Ads vernichten zuerst. Ja, du stirbst hier nicht. So, ich muss hier raus. Also, wir müssen hier von außen platt machen. Da kommen schon wieder zwei. Meine Leute machen zu viel Schaden da eigentlich. Eigentlich müssen erst diese Typen platt gemacht werden, oder ich mache zu wenig Schaden oder bin zu langsam oder so. Kann ich ihn ranziehen? Nein, kann ich natürlich nicht. So, jetzt auf den nächsten. Genau. Erst den Plan machen und dann den nächsten. Ansonsten müsst ihr, glaube ich, im Hahn nichts drauf achten. Bin ich mir gar nicht sicher, ob die noch irgendwas hinzugefügt haben, aber ich glaube nicht. Mit dem aus den Kreisen raus, und wenn ihr Probleme habt mit Energie im normalen Flashpoint, habt ihr hier diese Kulto-Tanks. So, mache ich mal den hier. So, im richtigen Flashpoint wird dann halt jeder anvisiert mit diesen Orbitalschlägen. Da müsst ihr raus, weil sonst seid ihr instant tot. So, den hätten wir erledigt. Seht ihr, hier habt ihr Kulto-Dinger und da habt ihr noch einen und da habt ihr auch noch einen. Sollte also kein Problem sein, wenn ihr nicht gerade alle gleichzeitig drückt und kein Gear anhabt. So. Da ist diese Schaltsteuerung, die wir zerstören sollen. Ja, ich sterb doch mal. Oh, das Mikro in diesem Hof gerade. So, da kommen wir nicht weiter. Diese Schalter schaltet das hinten aus. So. Mir vorher, wie gesagt, vorher nie aufgefallen. Habe ich nur einmal beim Creeper am 10. Mal oder so habe ich es dann gesehen. Ja, aber so sieht ganz cool aus. Tyson. Für all jenen Imperialen, die noch nie auf Tyson waren. So sieht's aus im Krieg. Wenn ihr startet auf dem Planeten, sieht es viel schöner aus. Dann ist es hier nicht so bewölkt und es ist mehr Sonne da. Und ja, es ist ein bisschen anders, aber ansonsten sieht es fast genauso aus. Die ganzen Feinde, die hier rumstehen, sind natürlich auch nicht da. Aber ich würde auch nicht mich herauswagen, wenn ich wüsste, dass hier die Imperialen sind und die Jedi. So, hier konnte man sich früher auch wie viele Monaten konnte man sich hier vorbeischleichen, da stand dieser da noch nicht. Konnte man einfach runter durchlaufen und diese Typen außer Acht lassen. Das geht jetzt nicht mehr, außer ihr habt einen Schleicher dabei, der den im
Schleichen-Stunt. Also wenn Sabo mit seinem Schlafpfeil oder was weiß ich nicht, in die Schatten mit seinem Gedankenlabyrinth oder wie sich das nennt. Hier muss jeder normale Muster einfach durch. Ist aber auch nicht so die Arbeit. Ja. Du springst dran, ich zieh ihn weg. So, jetzt bin ich im Schutz vom Druiden. Er hat mir mal eben 18.000 Heilung gegeben. Ja, ich wäre froh, wenn ich das auch mal machen würde. Ich glaube, 16.000 war mal mein Maximum mit meinem Söldner. Kaputtes Schiff oder was immer das ist. Alles im Arsch hier. Da sind Bomben, die nicht explodiert sind. Und wir werden ein Hinterhalt von Fleischräubern. Von dicken und von kleinen. Fleischräuber sind hier sozusagen die ersten Gegner, wenn ihr auf diesem Planeten anfangt. Also ganz von vorne anfangt mit einem neuen Charakter, sind Fleischräuber so praktisch die Gegner, auf die ihr hier treffen werdet. Praktisch das Übel in Person hier auf. Da ist. Wir haben unsere tolle Fähigkeiten noch, ne? Die müssen wir nochmal einsetzen irgendwann. Und wir müssen jetzt, wir haben jetzt schon Vermächtnisschlag. Habe ich jetzt schon eingesetzt. Blitzgewitter muss noch und würgen. Macht Jürgen. So, ich heile mich mal. Damit Torion auch was abkriegt. Und wir beschleunigen das mal mit einem Raketenschub. Auf zur Jagd. Hier müssen wir jetzt diese Artilleriegeschütze platt machen. Wir werden natürlich bewacht von Jedi, Padawanen und Ausbilder. Ist wirklich gut, dass die Padawane immer irgendwelche Artillerie... Systeme bewachen, so wichtige kriegsentscheidende Dinger. Sieht man ja dann auch. Ein Begabter. Geht in meinen Flammen auf. So, zack, zack, zack. 3220 Erfahrung. Also Erfahrung könnt ihr extrem schnell sammeln bei diesen Flashpoints. Huch. Man sieht nichts. Ich glaube, die Anzahl Oh, cool. So. Der Alvani hat gerade was unserer Gilde gespendet. Vielen Dank! Jawohl! Ich muss auch wieder spenden, damit unser Schiff endlich mal was kriegt. Aber eigentlich wollte ich sparen fürs neue Update. Weil man braucht da bestimmt auch wieder viel Geld. Unser Gildenhaus da ist auch noch nicht so ausgebaut. Das ist auch schweineteuer immer, deswegen habe ich es einfach mal so gebaut für diejenigen, die kein Haus haben. Aber es ist auch schweineteuer, deswegen habe ich das Geld lieber in der Bank gelassen für das Schiff. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Müsste ich mal gucken. Ein bisschen haben wir schon, aber noch nicht annähernd so viel, wie wir bräuchten. Es ist auch immer eine Schweinerei, hier Geld zu verdienen. Das ist immer mit Arbeit so verbunden. Machen der hier? Er bumst mich immer so an. Ständig Dailies laufen, ich bin ja nicht so ein Daily-Typ. Ich mag das ja eigentlich nicht so. Ab und zu mache ich das mal, aber nicht jeden Tag. Weil es ist dann so langweilig. Manche laufen ja wirklich jeden Tag Dailies und dann auch alle. Aber ich habe da keinen Bock zu. Um ehrlich zu sein, ich habe da keinen Bock zu. Oh ja, jetzt kann ich hier mal was machen. Jawoll. Der muss doch gleich mal sterben hier, der Tank. Jedi Tank. Keine Chance gegen mich. So, ich habe gerade auf meine Uhr geguckt und es ist wieder Zeit. Es ist Zeit, wieder Lebewohl zu sagen. Und Meister Dentiri und seine Druiden besiegen wir in der nächsten Runde.
Und dann gucken wir mal, was uns das so bringt. Also, bis dann. Tschüss.